Feierstunde des Sports. Zur Ehrung verdienter Gießener Sportlerinnen und Sportler fanden sich an diesem Abend ca. 220 Sportler und ihre Betreuer in der Kongresshalle in Gießen ein. Nach einem musikalischen Auftakt mit der Band Soundmix hatte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz das Wort. Sie eröffnete die Veranstaltung, die von Tobias Erben moderiert wurde. Zwischen der Vergabe der Auszeichnungen hatten die Gäste immer wieder die Möglichkeit, sich von der sportlichen Eleganz des Rot-Weiß-Club Gießen und der Tanzgruppe Layali Oriental unterhalten zu lassen. Doch im Mittelpunkt standen jene, die besondere Verdienste für den Sport in Gießen geleistet hatten. Und so wurden neben den aktiven Sportlern, die die Karl-Reuter-Medaille, die Sportplakette in Bronze, Silber oder Gold oder die Ehrengabe als Auszeichnung erhielten, auch jene mit der silbernen Ehrennadel geehrt, die als gutes Vorbild für den Sport. Tamara Althaus ist mehrfache Weltmeisterin, 9-mal Weltmeisterin im Bankdrücken und Weltrekordhalterin mit 160 Kilo in der Gewichtsklasse bis 56 Kilo. Wer wüsste es besser als Theo Strippel, der sie ja immer begleitet und trainiert hat. Und durch ihr ehrenamtliches Engagement der Stadt Gießen einen großen Dienst erwiesen hatten. Wir sprachen mit zwei Gewinnern der Karl-Reuter-Medaille und wollten wissen, was sie für diesen Preis geleistet haben. Ich persönlich werde geehrt für meine Leistung im Drachenbootsport. Das war in diesem Jahr ganz speziell die Drachenboot-Weltmeisterschaft in Ungarn in diesem Sommer. Ich werde mit der Karl-Reuter-Medaille geehrt, und zwar, weil ich auf der Weltmeisterschaft 2010 in Texas im Bankdrücken und den zweiten Platz erreicht habe. Und was bedeutet Ihnen die Ehrung? So eine Ehrung ist natürlich immer wieder eine schöne Anerkennung für die erreichten Erfolge und für die ganze Arbeit, die ich gehabt habe im Jahr. Mir bedeutet die Ehrung sehr viel, da ich ein gewisses Feedback von der Stadt bekomme und quasi die Anerkennung von der Stadt auch bekomme. Und mit diesen Gefühlen begann und endete sie. Die Sportlerehrung der Stadt Gießen 2010.